hands so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. Guten Morgen, meine Hübschen. Ich hole euch mal ein bisschen näher dran. Ihr seid ja mal mega weit weg irgendwie. So, ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich hier in Namirs Zimmer und werde jetzt die ganzen Klamotten von ihr mal aussortieren. Aber wenn man mal sieht, so viel ist das gar nicht, ne? So viel ist das gar nicht. Ja, hier habe ich schon letztens sortiert, habe alles hier in diese Kiste reingemacht, was nicht mehr gepasst hat halt. Und die werden wir jetzt hier erweitern. Ich gucke aber nochmal durch, aber ich meine, ich habe alles, was nicht mehr, oder habe ich die, musste mal anprobieren, ich weiß das jetzt gerade nicht. Ja, ein paar Sachen, die ich halt selber genäht habe, werde ich aussortieren und gucken, was ich vielleicht eventuell einfach nur an den Ärmeln verlängern muss, damit das dann einfach passt. Dann mache ich das auch, es wäre jetzt viel zu schade, das dann irgendwie wegzupacken, dann trenne ich einfach hier die Naht vom Bündchen oder mache direkt ein neues Ärmel dran, wenn ich den Stoff noch habe. Ich guck mal auf jeden Fall. Irgendwas wird mir da schon einfallen. Und ja, die T-Shirts werden definitiv alle wegkommen können, weil das ist jetzt vorbei, T-Shirt-Saison. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Und ja, dann weiß ich auch ganz genau, was die Neues braucht und was sie nicht Neues braucht. Und das machen wir jetzt einfach mal, ne? Ja, T-Shirts, das hat sie auch komplett angemalt. Das sehe ich überhaupt nicht mehr raus mit so einem gelben Neon-Filzstift. Ja, das kann sowieso weg. Und dann werde ich mal gucken, was ich dann damit mache. Ob ich das dann auf dem Trödel verkaufe oder dann verschenke. Ich schau mal. Für ein Chaos behalten brauche ich es ja nicht. So, 3 bis 4 Jahre alt. Ich könnte es aber eventuell noch zum Sport anziehen für im Kindergarten. Das packe ich mal zur Seite erstmal. Ich werde erstmal sortieren, was auf jeden Fall zu klein ist. Das wird auf jeden Fall noch eventuell passen. Bei den Ärmeln bin ich aber nicht so ganz sicher. Das musst du dann mal anprobieren. Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil, was sie gut, so gut wie gar nicht getragen hat. Das passt ihr aber auf jeden Fall noch. Das werde ich auf jeden Fall noch zurücklegen für den Urlaub. Das kommt erstmal. Stapel könnte im Urlaub noch passen. So, zack. Dann hier haben wir 92. Die Sachen, die fallen echt teilweise total unterschiedlich aus. 92 könnte passen. Ich muss alles anprobieren jetzt. Geht nicht anders, weil die lange Arme hat, die Lamia. So, also die Hose passt auf jeden Fall nicht mehr. Das weiß ich. Die hat übrigens noch der Joanna gehört. Die Weste könnte passen, 92, aber die muss nach unten. Die hat es auch angemalt. Sehr schön, Namia. Ganz stolz. Packen wir mal da in den Wäscheeimer. Das passt nicht mehr, das weiß ich. Das passt auf gar keinen Fall mehr. Das kommt weg, da auf den Stapel. Dann die Jeans, die könnte im Urlaub noch passen. Das hier wäre, glaube ich, doch, das könnte auch noch passen. Die hat ja keine Windeln an, dann passt das. Das ist echt ein Riesenunterschied, ob die Kinder jetzt Windeln anhaben oder nicht. Das ist zu kurz, das passt nicht mehr. Das könnte auch noch im Urlaub auf jeden Fall passen. Das habe ich ja selber genäht. So wie das, das passt im Urlaub auch. Packen wir mal zur Seite. Oh, eine Unterhose, die gehört hier aber nicht hin. Ja, das hier müsste ich mal schauen. Welche Größe ist das denn? 86, das ist zu kurz. Das ist leider zu kurz. Schade. Echt ein schönes Oberteil. Aber das ist ihr Katzenpullover, der ist ja gerade neu. Aber wenn der passt, müsste der andere aber auch passen. Gucken wir mal. Das ist der Test jetzt. Oh, könnte minimal knapp werden, so, ne? Aber doch, passt. Doch, passt. Kommt ihn. Darf wieder zurück in den Schrankstapel. Musste nicht anprobieren. Machen wir dahin. So, dann dieser Rock, der wird ihr, glaube ich, noch passen, wenn sie noch 14 ist. Der ist ja ein bisschen groß, aber sie liebt den über alles. Der ist 102. Den trägt sie ja manchmal, aber dann rutscht er ihr immer vom Popo runter. Den packen wir auch in den Schrank erstmal. Das haben wir hier noch. Ja, der Karo schläft übrigens unten. Und Namia ist im Kindergarten und Jonas in der Schule. Ja, das hatte ich ja letztens in Berlin gekauft.
It's time. It's cake o'clock. Süß. Das ist ja auch noch ein bisschen zu groß. Kann auch wieder in den Schrank zurück. Ja, diese Hosen, die ich dir alle genäht habe, die Leggings, die passen super noch. Also die sind echt noch richtig toll. Vor allem, weil die oben noch ein bisschen länger sind. Dann hat sie immer schön die Hüfte und die Nieren und den Bauch so richtig schön warm eingekuschelt jetzt. Das hier passt noch. Das ist gut. Das passt. Bling, bling. Hat auch ein Dings drauf, ein Fleck, leider Gottes. Aber für den Kindergarten ist das okay. Diese Hose haben wir mal ein Geschenk gekriegt. Hatte sie nie an. Wird es auch nicht mehr anziehen. Kommt weg. Ja, diese Kleidchen hier von diesem Jahr sind die alle viel zu kurz. Jetzt überlege ich, ob ich die als Tunika dann einfach ohne Shorts drunter oder so. Dürfte eigentlich auch kein Problem sein, oder? Was meint ihr? Ich glaube, das würde auch so gehen. Ach, guck mal, was ich noch gefunden habe hier. Habe ich hier mal genäht. Ein Dreieckstuch. Süß, der Stoff ist voll süß. Aber das kann auch weg. Das braucht es natürlich nicht mehr. Dann der Rock hier. Der ist auch noch gut. Kommt auch auf den Urlaubsstapel. Die Shorts. Kommt, passt auch noch. Die kommt auch noch auf den Urlaubsstapel. Und diese kurz, also alles Sommersachen. Ne? Muss alles aus dem Schrank raus. Zack, weg. Und hier nochmal eine kurze Hose. Kann auch weg. So, und diese Hose hier ist zu klein, das weiß ich, weg. Dann ist das, die sind das die zwei neuen, die ich bei Aldi geholt habe, die passen natürlich noch. Das Kind hat so lange Beine, ey. So, das hatte sie niemals an. Kann auch weg, ist zu kurz. Irgendwie sind Mädchenröcke sehr oft viel zu kurz. Ja, mein Speckbauch sieht man hier so. Viel zu kurz, ich verstehe das gar nicht. Ja, das Wetter bei uns ist ziemlich, ich mach mal so, ist ziemlich, ich sehe auch noch ein bisschen komisch aus, weil ich gerade hier noch geputzt habe, oben alles, den Flur. Und ja, es ist nebelig, irgendwie ganz blödes Wetter. Ganz, ganz blödes Wetter. Gestern war ich mit dem Carlos in der Badewanne übrigens, das hat er genossen, der ist eine kleine Wasserratte, der findet das ganz toll. So, das ist auch noch hier Urlaubszeug, das Kleid. Das passt auch noch, das weiß ich. Das wird nicht mehr passen, das kann weg. Ja. T-Shirt. Das ist ein Shirt, die voll gerne getan hat. Der gut gestanden, die Farbe. Fand ich. Fand. Packen wir mal hier auf den Stapel vom Urlaub. Das packen wir auch auf den Urlaubsstapel. Das dürfte bis dahin noch passen. Müssen wir mal gucken. So, das hier passt auch noch. Könnte passen, könnte knapp werden. Von den Ärmeln passt, aber von der Länge muss ich mal schauen. Es ist immer so schwierig teilweise. Manchen Sachen sieht man das sofort und bei manchen Sachen halt nicht. Ja, das ist viel zu klein, das ist zu kurz, das kommt auch weg. Das ist ihr Weihnachtskleid, das passt natürlich leider auch nicht mehr. Da muss ich echt gucken, was ich damit mache. Oh, Carlos ist wach. So, meine Püsche, ich mache mir jetzt gerade Pancakes. Der Carlos ist jetzt wieder eingeschlafen, aber jetzt hatte ich irgendwie Hunger. Und bevor ich oben weitermache, muss ich erstmal Frühstück. Ich habe eben nichts gegessen, außer zwei Kaffees. Das ist nicht gut. Deswegen wird jetzt erstmal ein bisschen gefrühstückt und mit oben weitergemacht. Und wenn er weint, nehme ich ihn dann gleich mit nach oben, wenn er wach wird. Dann liegt er da auf seinem Teppich und kann mir dabei zugucken. Das ist immer ganz toll, zuzugucken, wenn irgendeiner irgendwas macht. Ich habe jetzt gegessen, jetzt geht's weiter. Carlo schläft noch, das ist gut. Kann ich mich ein bisschen beeilen und weitermachen. Das sind ja nicht so viele Klamotten, deswegen dürfte das eigentlich gar nicht so lange dauern. So, das sind jetzt erstmal alle Oberteile, die sie anprobieren muss. Zack. Ja, das ist so ein Poncho, der passt sowieso ganz gut. Der kommt da rein. Dann habe ich aus der Kiste noch rausgeholt, gerade eben noch, diesen Pulli hier. Der müsste auch noch passen. Und diesen Pulli hier, komischerweise, müsste auch noch passen. Das sieht so aus, wenn er passen würde. Muss sie alles anprobieren, die arme Maus, die das mal so lustig findet. So, und jetzt kommt, also das passt nicht mehr, da sind die Ärmel zu kurz, das weiß ich leider. Und ich habe den Stoff auch nicht mehr, deswegen kommt das leider weg. Ist leider zu kurz.
Zack. Das T-Shirt kommt hier auf den Sommerhaufen. Ja, das vom Dominik gekauft. Für Joanna mal. Das kommt auf den. Kommt hier in die Kiste rein. Kurze Hose kommt auch da rein. Die Leggings passt auf jeden Fall auch. Die war ihr lange Zeit viel zu groß. Die ist wahrscheinlich jetzt noch oben rum viel zu groß. Aber passt. Der Pulli passt auch noch. Das weiß ich. Den hatte sie ja an. Die Hose passt nicht mehr. Die ist hier zu kurz. Das geht leider nicht. Der Rock ging ja auch nicht. Der war auch zu kurz. Dann habe ich hier das hier genäht. Das hatte sie nur leider einmal an, weil der Stoff eingelaufen ist total. Sehr, sehr schade. Ist ziemlich kurz geworden. Nicht so toll. Werde ich ihr wahrscheinlich aber ein neues von nähen. Oh, was kommt denn da? Müll. Müllabfuhr. Dann nochmal die Leggings. Eine Jeans. Ihr seht, so viel Klamotten hat die gar nicht, finde ich. Für so ein Mädel. So, und den Pullover muss ich umändern. Da muss ich längere Ärmel dran machen. Der kommt dann da in diese Kiste. Und 100% Werder kann auch nochmal in den Kleiderschrank. So, die Leggings passt und die hier passt leider nicht mehr. Die ist zu klein. Zu klein. Ja, und jetzt wollen wir mal sehen, wie wir das hier vernünftig einräumen. Also, das sind die ganzen Pullis, die sie probieren muss. Da muss ich gucken, ob es halt passt. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Die selbstgenähten Sachen werden wahrscheinlich von den Ärmeln her eventuell zu kurz sein. Da mache ich einfach ein längeres Bündchen dran. Kann man ja gut mit Stoffresten machen und dann haben wir es. Das sind die Sommersachen alle, die rauskommen. Und das sind noch die Sachen, die übrig geblieben sind, die jetzt in den Schrank kommen. Ich bin gespannt. Und da ist so ein UV-Oberteil, das passt sowieso. Das ist ziemlich groß. Das darf natürlich auch im Schrank bleiben. Ja, dann machen wir mal. Decisions whirling in my heart, and my vision, a recession has never been this hard. I got wasted. So, ich zeige euch jetzt mal eben. Ich habe noch ganz schnell die Sachen von Carlos noch mitsortiert. Das ist alles, was weg kann von Carlos. Das sind noch hier so Sommersachen. Die wird ja natürlich, passt ja nicht mehr rein. Das kann weg. Ganz viele kleine Bodies in 56-50. Weiß. Dann noch so einen richtig dicken, den habe ich mal gekauft, zur Sicherheit, falls das Wetter schlechter wird im Sommer. Hat er nicht ein einziges Mal angehabt, war viel zu dick. Das hier hat er leider nur einmal angehabt. No picture please, no photo please. Ja, die Mützen, die passen dem auch nicht, die haben wir gekauft, die hatte er nicht einmal an. Die hatte der nicht einmal an und ich muss ja sagen, der hat ja eh schon einen großen Kopf gehabt. Und ja, die hatte er einmal an, hat aber direkt nicht gepasst, die war viel zu klein. Die hatte der gar nicht angehabt. Dann hatte der, das hatte der auch nicht ein einziges Mal an. Die Mütze passt leider auch nicht. Und dann die ganzen selbstgenähten Hosen, die hatte der wirklich immer an. Ne? Also die kennt ihr ja alle schon. Alle Hosen, die ich selbst genäht habe. Zack, guck mal, wie viele das sind. Der hat nur selbstgenähte Hosen angehabt, der Carlos. Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass ich so fleißig war. Hier noch, also Hosen sind mein Ding, ne? Wie viele Hosen das sind? Mal zählen. Ist da noch eine? Ne, das war's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Hosen in 62, die jetzt viel zu klein sind. Beziehungsweise obenrum passen sie zwar, aber untenrum sind die einfach zu kurz. Und die kommen dann auf jeden Fall raus aus dem Schrank. Da gibt es jetzt neue. Dann haben wir mal das hier geschenkt gekriegt von Timberland. So ein Jogger, da hat der noch nicht mal reingepasst, wo der im 8. Monat bei mir im Bauch war. Gar nicht angehabt, viel zu klein. Dann hier einmal 50-56, Body kann weg. Dann habe ich ihm ja das hier genäht. Viel zu kurz, leider viel zu kurz. Schnittmuster ist irgendwie die Ärmel, würden jetzt noch knapp passen, aber das Oberteil war einfach zu kurz, hätte viel länger sein müssen. Hatte er leider nur ein einziges Mal an. Also für kleine Babys okay, aber für den Carlos nicht. Dann nochmal hier so ein
Jumpsuit hier, so ein Strampler für den Sommer. Dann diese S. Oliver Hose, die haben wir ja in Holland gekauft, als wir im Urlaub waren. Dann hier noch ganz viele so ärmellose Bodies. Eins, zwei. Hier, da. Das könnte eventuell noch passen. Ich guck mal. Ja, das passt auch nicht mehr hier, leider. Habe ich ihm gerne nach dem Schlafen, nach dem Baden eben angezogen, sowas. Ja, die Kurse hat der Dominik ja erst vor kurzem gekauft in Bremen. Aber, nee, gar nicht, hätte ich glaube ich bestellt. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall viel zu kurz. Der Carlos hat lange, lange Beine, ist ein Model. Und diese T-Shirts, die der Dominik gekauft hatte, die hatte der niemals an. Und brauche ich jetzt auch nicht im Schrank, weil das Wetter ist jetzt vorbei. Das hatte er auch nicht ein einziges Mal an. Dann hatte er, das hatte er ein paar Mal an. Das habe ich ja selbst genäht. Das ist ganz süß. Leider auch zu kurz, hätte ruhig ein Ticken länger sein können. Das hatte er auch ein paar Mal an. Das stand ihm total gut. In Größe 62. Dann einmal, das hatte er ein einziges Mal an. 62. Ich weiß genau, wann die Kinder was anhatten. Echt krass. Hatte er ein einziges Mal an. So, dann nochmal diese süße Poloshirts. Hatte der nie an. Leider nicht. Wo das super süß ist. Entschuldigung. Dann das hier, aber wie kommt denn das da rein? Das müsste doch noch. Eigentlich sieht das so aus, als wenn das passen würde von der Länge. Voll krass, wenn man sich das anguckt, jetzt hier. Das hier ist 68. Ich habe das in 68, glaube ich, genäht. Ich muss mir mal angewöhnen, mal da reinzuschreiben, was ich da genäht habe. Das ist 62. Guckt euch mal an, die Länge. Deswegen wundert mich das jetzt, dass die kleinere größer ausfällt. Also das müsste eigentlich noch passen auf jeden Fall. Also das ist echt super crazy. Also ich gucke meistens, wenn ich für die Kinder einkaufe, ich kenne die Körper meiner Kinder gut, dass ich dann, das müsste eigentlich auch noch passen, dass ich, das auch, dass ich, ja, nach nicht immer nur nach Größen gehe, sondern wirklich guck, okay, das, von der Form her, vom Schnitt, von der Länge der Ärmel und der Hosenlänge und so könnte das passen, weil nach der Größe kannst du vergessen, ist total verrückt. Muss man rein, das ist 68. Und das war 62. Crazy. Aber schön, schöner Stoff. Vielleicht nehme ich dem noch so ein Jumpsuit davon, wenn das passt vom Stoff her, wenn ich davon noch genug habe, müsste aber eigentlich für den Urlaub. Ja, und dann kommt das jetzt hier weg. Leider habe ich keine Pampers-Kiste. Das ist immer eine gute Sache, um die Sachen da reinzutun, die Größe drauf zu schreiben. Deswegen muss ich mal gucken, wo ich die reinpacke. Vielleicht vakuuminiere ich die auch. Aber dafür müsste ich mir diese Dinger da kaufen, dafür diese Beutel. Ja, muss ich mal schauen. Auf jeden Fall ist der Carlos und die Lamia sind jetzt erstmal sauber und rein. Nur das, was noch in der Wäsche ist. Aber das passt ja sowieso noch, was in der Wäsche ist. Das haben sie ja gerade immer an. Und ja, jetzt werde ich das hier irgendwie mal gucken, ob ich eine Kiste finde, wo ich das reintun kann. Und das werde ich wieder in den Schrank räumen. Und dann werde ich jetzt erstmal wieder nach unten gehen und gucken, was ich mache. So, meine Hübschen, ich mache jetzt gerade Mittagessen. Und zwar gibt es Mini-Schnitzel, so Mini-Nuggets und irgendwie sieht das irgendwie unvorteilhaft aus hier mit dem T-Shirt. Aber egal. Auf jeden Fall gibt es so Mini-Schnitzel vom Außenbackofen und Kartoffelpüree aus dem Thermomix. Ich hatte in letzter Zeit richtig viel aus dem Thermomix gekocht, muss ich ja mal sagen. Fällt mir gerade so auf. Fast jeden Tag. Gestern gab es gefüllte Paprika. Dann gab es letzte Woche viel aus diesem AOI All-in-One. Kochbuch, was ich mir ja geholt hatte. Also ganz schön viel. Und die Hallo. Joey ist auch da aus der Schule. Gerade Yes. angekommen, 5 Minuten. Genau, vor 5 Minuten. Oh, der Rasen hängt fest. Ja, irgendjemand, der Papa, glaube ich, die Schaukel da gestern Abend hingetan. Und jetzt hängt er da fest, unser kleiner Mann. Ja, und der Carlos strampelt in seinem Laufstall rum. Und ich war gerade noch unten im Keller und habe angefangen, ein Pulli zu nähen für Lamia. Da habe ich gerade auch ein bisschen auf Insta gepostet. Und ansonsten habe ich gerade noch den Carlos auch gestillt und so weiter. Und mit dem Aussortieren bin ich jetzt erstmal fertig. Habe aber noch keine Kiste gefunden, wo ich die Sachen reintun kann. Die sind alle besetzt. Jetzt ist die Frage, ob ich das nächste Mal Windeln kaufe, die dann in diesem Karton sind. Oder extra, wie heißt das? Extra
eine Box kaufe, wo ich das reintue, muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Ja, und was ich damit mache, muss ich mir auch noch überlegen. Muss ich mal mit Dominiks Tante sprechen. Die arbeitet nämlich beim Jugendamt und die kennt da immer welche, die was brauchen, ob wir das dann dahin spenden, wenn da aktuell da was gebraucht wird in dieser Größe. Frage ich sie heute Nachmittag mal und dann schauen wir weiter. So, Kartoffeln sind schon mal fertig. Die Schwester, die folgt mir. Oh, OMG. Und man kann ja, wenn man einen folgt, immer so zusammen schreiben. Ja, hat sie geschrieben. Turntricks. Ich dachte, ich habe gefragt, ob die mir mal auf Handy mir mal schreiben können. So, wir gehen jetzt Joannas Freundin abholen. Eigentlich ist mir die Schwester egal, ich will nur Handy. Ich will nur Handy. So, wir sind im Auto und fahren jetzt Joannas Freundin abholen. Ja. Die Mutti ist nämlich auf Arbeit und die wollte zu uns zum Spielen kommen. Und dementsprechend fahren wir sie jetzt eben abholen. Sie ist Victoria. Wie sitzt du denn da bitte? Das mache ich nicht hin. Und ja, jetzt machen wir das. Und die Lamia, die Schnigge. OMG. Die, genau, OMG. Die hat doch tatsächlich, kam die, der Dominik hat die abgeholt. Da kam die rein und sagt doch, erstmal kam die in die Tür rein. Und anstatt dass die mal Hallo sagt, hat die, ich gehe jetzt gleich zur Oma. Und dann sagt die, ich bin übrigens verliebt in Ben. Ich dachte, bitte? Hallo? Ja. Ich bin verliebt in Ben und ich gehe jetzt zur Oma. Ich so, ja, na gut, hat sie Oma angerufen alleine und dann habe ich sie gerade zur Oma gebracht. Mami, Taxi on board hier, ey. Ja. So, ich bin jetzt zu Hause und der Karis ist wach und der kaut die ganze Zeit auf seinen Fingern rum und sabbert sich hier ein zurecht. Bald löst sich dein Finger auf. Dieses blaue Sternchen, was ich diesen Beißring, den mag er nicht, den will er nicht. Ich glaube, der braucht was Dickeres, was er so beißen kann. Ja, siehst du dich da? Wer ist denn da? Ja, wer ist denn da? Hm? Wer ist denn da? Und wer riecht denn so gut? Hm? Schnuckiputz? Carlos hat heute einen Jeans an. Guck mal, einen Jeans. Oh! Eine Fetzen-Jeans mit Rissen. Bist du ganz modern? Ist das süß, ey. Ach, mein Schatz. Ja, die Joanna spielt mit ihrer Freundin im Zimmer jetzt. Ich glaube, die machen Musicalies. Und Dominik ist im Garten, telefoniert geschäftlich. Da hat er nämlich besseren Empfang. Und irgendwie läuft im Hintergrund hier Detlef Soest. Stimmt, der hat ja jetzt eine neue Talkshow. Mein Gott, der guckt heutzutage noch Talkshows. Ne? Dafür, deswegen gibt es ja auch keine. Naja, oh, Tom Fire, cool. Angelina Jolie, wann kommt das denn? Lara Croft, 20.15 Uhr, Freitag, cool. Ist dein Kleiderschrank jetzt ordentlich? Hm? Großer Mann? Ich bin ein großer Mann, der bald alles kann. Ich bin ein großer Mann, der bald alles kann. So, ihr Hübschen, ich habe mich umgezogen. Es geht ab zum Zumba. Die Kinder spielen draußen auf dem Trampolin, die zwei. Und der Dominik, der liegt mit dem Carlos auf der Couch und guckt taff, oder was? Zwischen Tüll und Tränen guckt er. Und den Carlos habe ich jetzt gerade gestillt. Das heißt, ich kann jetzt schön zum Sport. Und die Lamia wird da wahrscheinlich auch gleich von der Oma nach Hause gebracht. Und Joannas Freundin wird dann wahrscheinlich auch gleich abgeholt. Und ich werde jetzt zum Zumba gehen. Tasche ist auch gepackt. Hier, schöne Schüchchen und Wasser und Handtuch. Und das ist mein Sportoutfit. Das habe ich mir letztens bei H&M gekauft. Die übrigens, ich finde das eigentlich ganz cool. Da sitzt auf jeden Fall ziemlich angenehm, die Hose. Ist aber nicht durchsichtig. Das sieht nur so aus. Guck gerade so, ist halt durchsichtig, aber ist nicht. Das ist Stoff. Ja, jetzt geht's ab. Schritte machen. Hallo. Sorry, ich habe ein bisschen Schluck auf. Ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Ich weiß, hier liegt ein bisschen viel Kram rum. Das muss dahin. Joghurt schmeiß ich gleich. So, ich habe hier meine Heißklebepistole. Okay, das ist jetzt nicht meine. Aber das ist die, also die gehört uns allen, außer bei mir.
weil die können ja nichts anpacken. Ja, du musst das so machen. Die kommt, muss einfach nur oben reindrücken weiter. Oh. Wie lange ist die schon an? So ganz heiß. Gerade erst. Ja, dann muss sie erst noch heiß werden. Wenn die heiß ist, kannst du vorne und dann kannst du sie langsam nachschieben hinten. Einfach. Aber du musst ja nicht. Du siehst ja, wenn, ich würde sagen, wenn die Patrone hier drin verschwunden ist, dann kannst du den reinschieben. Okay. Ja? Ja, kannst du mir gleich eine Matte holen? Ich wollte dir noch mal eben was sagen. Kannst du mir mal eine Matte holen? Ja, hol. So, wir haben halt ganz viele von diesen kleinen Obispären. Die sind wirklich ganz klein, kleiner als Bügelperlen. Ich zeig euch mal eine. Hier, die ganz kleine. Und ich habe die halt im Wasser gelegt. Jetzt sind sie schon so vor einer Stunde, halbe Stunde so ungefähr. Ich glaube, ich hole mir kurz ein größeres Gefäß. Die wird ja gar nicht heiß. Ups. Doch, die wird heiß. Nee, aber die ist gar nicht heiß. Die ist viel kalt. Die Pistole an sich wird auch nicht heiß. Die wird von innen heiß. Wenn die ganze Pistole heiß werden würde, macht doch gar keinen Sinn. Würde sie dich dann verbrennen. So, ich habe jetzt mir noch zwei Schüsseln geholt. Ich nehme erstmal die große. Tue ich jetzt die ab. Die hüpfen. Und da habe ich irgendwie. Weil hier habe ich schon ein Einhorn drauf gemalt. Da steht. Ja. Die müssen auch erst trocknen. Was ist damit? Okay, die sind ein bisschen größer geworden. Ich stelle die mal hier hin. Ich tue jetzt die ganzen. Ich suche mir mal ein paar auch raus, denn ich will keine schwarzen. Von dem Unicorn auf ihrer Mähne habe ich Farbe. Nee, orange nicht. Gelb. So, jetzt habe ich hier meine zwei Mädchen geholt. Ah, gleich das erste. Oh, das stört mich bestimmt ein bisschen. Oh nein, das Wasser gefasst. Bei mir läuft hier irgendwie heute schon seit der Schule alles so viel schief. Ein bisschen Kleber hinzumachen, damit das alles doppelt hält. Ich sitze hier schon 8 Minuten dran. Ich habe das erste jetzt schon fertig. Jetzt muss ich noch das machen. Ich habe das und jetzt muss ich noch das. So, ich bin mit beiden fertig. So sieht das. Alles gut? Ja. Achtung. Oh, okay. Guck, ich bin vom Sport da und war duschen. Und du bastelst hier schon eigentlich. Ach, hast du diese Aqua. Das hält? Ja. Echt? Meinst du, das hält? Das ist doch Wasser. Die sind doch flüssig. Ich glaube nicht, dass das hält. Ich mach nochmal ein Klebedruck. Ja, mach nochmal Klebe. Ich bin gespannt. Das ist ja lustig. Ich habe mir gerade mich verbrannt. Ja, ich habe gesagt, pass auf, ne? Ja, guck mal, wie viel ich habe. Mhm. Das kann überhaupt nicht halten, Schatz. Weil die sind ja voll mit Wasser. Ich bin gespannt, ja. Alles gut. Ich guck mal. Huhu, mein Hübschen. Ich habe mir gerade mein Arganöl in die Haare gepackt. Und werde jetzt auch gleich schlafen gehen, werde mich bettfertig machen. Wir haben jetzt, mal gucken, 22 Uhr. Die Joanna schläft natürlich auch schon. Seit einer Stunde. Die hat ja noch schön gebastelt. Und wir haben gerade Besuch und die Jungs gucken Fußball, spielt ja Dortmund gegen keine Ahnung was. Und jetzt haben wir uns gerade noch ein bisschen über das Wahlergebnis unterhalten, was wir so davon halten. Und mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr wählen wart und wie ihr das Ergebnis auch findet. Die Frage hat nämlich gerade auch die Phyllis gestellt. Ich habe nämlich das Video von der Phyllis geguckt und das fand ich ganz interessant, da die Kommentare zu lesen. Und würde mich mal interessieren, wie meine Zuschauer zu dem Thema stehen und ob ihr zufrieden seid oder nicht. Und ich werde jetzt noch ein bisschen aber föhnen, weil es sonst zu kalt ist.
Und oh, mir ist kalt. Ich habe mir so ein Ding hier angezogen, einen Top. Aber die Zeit, wo man so einen Top nur trägt, ist, glaube ich, vorbei. So. Morgen früh wollten der Dominik und ich zusammen ins Fitnessstudio gehen. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen. Und wenn den kann es mitnehmen, die haben ja so eine Kinderbetreuung. Ich versuche den mal abzugeben, ob das klappt oder nicht. Wir kennen ja die Betreuerin da. Die Lamia war ja da auch immer voll oft. Und ja, gucken wir mal, ob ich das überhaupt übers Herz bringe, den da abzugeben. Vielleicht lasse ich den auch bleiben und gehe einfach abends zu Zumba. Das reicht mir dann auch. Ich hoffe, ich schaffe das sowieso nicht. So, jetzt wird erstmal Haare geföhnt und ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss! We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling.